Ahsoka Tano ist eine der beliebtesten Figuren aus den Star Wars Animationsserien Rebels und The Clone Wars. Wie unter anderem jetzt Slash Film berichtet, soll genau die Figur in der zweiten Staffel von The Mandalorian auftreten. Gespielt werden soll die reale Version von der Schauspielerin Rosario Dawson. Dawson kennt man unter anderem aus den Marvel-Netflix-Serien oder aus Filmen wie Sin City, Zombieland 2 oder Unstoppable. Für viele Fans würde damit ein Traum in Erfüllung gehen, denn in der Vergangenheit wurde sie mehrfach als Castingwunsch genannt. Bisher ist noch unklar, wie groß ihr Auftritt sein wird. Die zweite Staffel ist ja bereits abgedreht, daher ist ein kleiner Auftritt denkbar, der eine größere Rolle in den späteren Staffeln vorbereitet. Die einstige Schülerin von Anakin Skywalker wurde damals von Dave Filoni und George Lucas erschaffen. Filoni war ja auch schon für Rebels und The Clone Wars verantwortlich und ist jetzt als Drehbuchautor, Produzent und Regisseur bei The Mandalorian tätig. Die zweite Staffel von The Mandalorian wird voraussichtlich im Herbst 2020 auf Disney Plus zu sehen sein. Spätestens dann werden wir erfahren, wie genau Ahsoka Tano in die Handlung integriert wird. Der Coronavirus hält noch weiter an und momentan sieht es auch nicht danach aus, dass die Ausbreitung des Virus zurückgeht. Wir haben wieder einige Updates für euch, wie es um die kommenden Filmstarts steht und auch zu aktuellen Dreharbeiten von Filmen und Serien. Vorweg, da vorerst bis zum 20. April alle Kinos in Deutschland geschlossen sind, sind natürlich auch alle Kinostarts bis dahin gestrichen. In der vorherigen News-Folge haben wir bereits ausgiebig über Filmverschiebungen berichtet. Falls also hier der ein oder andere Film bzw. Serie fehlen sollte, schaut euch das Video gern noch einmal an. Wir haben es euch unten in der Infobox verlinkt. Fangen wir mal mit den Filmen und Serien an, bei denen die Dreharbeiten unterbrochen wurden. So hat Warner Bros. Zu Filmen wie The Batman, dem Will Smith-Film King Richard, Fantastische Tierwesen 3 und Matrix 4 die Dreharbeiten gestoppt. Sony, Cinderella und Uncharted können mit ihrem Drehstart gar nicht erst beginnen. Die wurden erstmal auf unbestimmte Zeit nach hinten verschoben. Genauso liegen in Neuseeland die Produktionen auf Eis. Die Arbeiten an der Herr der Ringe-Serie wurden vorerst beendet und es wurden über 800 Cast- und Crewmitglieder nach Hause geschickt. Ebenfalls sind die Avatar-Sequels betroffen, denn laut Produzent John Lando verzögern sich die für April angesetzten Dreharbeiten in den Stone Street Studios im neuseeländischen Wellington auf unbestimmte Zeit. Peter Jacksons Firma Weta Digital arbeitet aber trotzdem weiter an den visuellen Effekten der vier Filme. Auch wurden die Dreharbeiten zur zweiten The Witcher-Staffel vorerst beendet, denn da hat sich Darsteller Christopher Hivju mit dem Virus infiziert. Deshalb hat sich das gesamte Crew- und Cast-Team von The Witcher Staffel 2 in Quarantäne begeben. Des Weiteren hat jetzt auch Disney den Kinostart von Black Widow und The Woman in the Window gestrichen. Wann genau die beiden Filme dann in die Kinos kommen sollen, will Disney zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Zuvor hatte Disney schon die Kinostarts von Mulan, The New Mutants und dem Horrorfilm Endless abgesagt. Lionsgate hat hingegen den Thriller Run, den Horrorfilm Antebellum und Saw Spiral mit Chris Rock und Samuel L. Jackson auf unbekannte Zeit verschoben. Da aber auch einige Filme kurz vor der Schließung der Kinos in den Kinos gestartet sind, sollen viele nun früher als geplant ins Heimkino kommen. So soll der am 5. März gestartete Bloodshot mit Vin Diesel bereits ab dem 24. März digital erhältlich sein. Birds of Prey, der vor kurzem noch in den Kinos lief, soll in den USA in der kommenden Woche digital veröffentlicht werden. Für Deutschland hingegen ist noch nichts bekannt. Vor wenigen Wochen erst ist Onward in den weltweiten Kinos angelaufen. Nun ist der Film bereits in den USA digital erhältlich und soll zusätzlich ab dem 3. April auf Disney Plus verfügbar sein. Für Deutschland ist auch hier wieder noch nichts bekannt. Kommen wir zum Schluss nun zu Wonder Woman 1984, der ja erst am 4. Juni in die Kinos kommen soll. Allerdings weiß noch niemand, ob die Kinos bis dahin wieder geöffnet sind. Für Warner Bros. Ist es ein wichtiger Film, da er die 1 Milliarde Dollar Marke knacken könnte. Wie The Wrap berichtet, überlegen momentan die Verantwortlichen von Warner Bros. Den Kinorelease zu überspringen und den Film direkt im Stream oder als Video on Demand anzubieten. Laut Produzent Charles Roven würde es bei einem Film mit einem 200 Millionen Dollar Budget mehr Sinn machen, ihn in die Kinos zu bringen, denn anders wäre der Film nicht rentabel. Man muss also abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Was würdet ihr davon halten, wenn Wonder Woman 1984 statt im Kino nur als Home Release zur Verfügung steht?
Zum Schluss noch ein kleines Gerücht zu Spider-Man 3. Kevin Smith erzählte in seinem Fat Man Beyond Podcast, dass er etwas über den neuen Spider-Man-Film aufgeschnappt hat. So will er gehört haben, dass ein Anwalt, und zwar Charlie Cox, als Matt Murdock dort vorkommen soll. Der hatte in der Vergangenheit auch schon mit Daredevil seine eigene Marvel-Netflix-Serie, die allerdings nach der dritten Staffel abgesetzt wurde. 2021 verliert Netflix endgültig die Rechte an Daredevil und somit würde ein Auftritt in Spider-Man 3 nichts mehr im Wege stehen. Wir sollten uns allerdings nicht zu früh freuen, denn Smith stellte anschließend nochmal auf Twitter klar, dass es sich ausschließlich um Gerüchte handelt.